Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück. Wir waren beim letzten Mal bereits hier ein ganzes Stück wieder vorangekommen. Jetzt haben wir irgendwo hier vor uns einen nächsten Unterschlupf, wo es scheinbar auch eine Werkbank oder sowas gibt. Die sind ja mit dem letzten Patch jetzt neu eingefügt worden. Vielleicht haben wir Glück, kommen da hin und dann können wir uns das mal richtig anschauen. Oh ne, hier ist schon wieder irgendwo der nächste Roboter. Also allmählich wird mir das auch ein bisschen zu viel mit den ganzen großen Robotern. Das wimmelt ja nur so vor den Kerlis. Ich sehe noch nichts, aber ich höre es schon ziemlich gewaltig. Vom Geräuschpegel hier würde ich sagen, es kommt irgendwo von da unten. Wahrscheinlich von da, wo der Unterschlupf ist. Okay, da unten läuft auf jeden Fall irgendwas. Aber ich glaube, das hier ist auch so eine Art Bunker oder sowas, war. Da ist jetzt ja, jetzt bin ich ja quasi genau über den Dings. Also muss das hier unten drinne sein. Die Frage ist nur wieder, wie kommst du rein? Oh. Ja, klar, los, noch mehr. Warum auch nicht? Da kommst du scheinbar rein. Nur schnell mitnehmen. Ist das hier Eis? Ja. Sieht so aus. Kein Scheiß hier, Robo. Ich muss hier eben schnell ein Bild machen. So, zack, zum nächsten Standort hier. Kriege ich das noch von ganz bisschen weiter hinten hin, so ungefähr. So. Und jetzt müssen wir auch hier mal Flix und schleunigst zusehen, dass wir hier reinkommen. Wir bekommen nämlich Besuch. So, Fahrradstation. Sehr schön. Ah, guckt euch das mal an. Unterschlupf freischalten. Sowas kann jeden. Auf der Kleidungsfertigungsstation kannst du Kleidungsstücke mit hilfreichen Eigenschaften ausstatten, zum Beispiel mit verbesserter Panzerung oder Schleichfähigkeit. Etwaige vorhandene Eigenschaften werden ersetzt. Okay. Schauen wir uns das mal an. Was gibt's denn hier Feines? Keine Pläne verfügbar.
Keine Pläne verfügbar. Ich weiß nicht, muss man da als Pläne für freischalten oder so? An der Recyclingstation können aus Gegenständen Fertigungsressourcen gewonnen und aufbewahrt werden. Eine Recycling aufbewahrte Ressourcen werden stehen automatisch an allen Fertigungsstationen ernährt zur Verfügung. Okay, die Behälter und Ressourcen darin sind privat und gehören auch im Multiplayer, nur dir alleine. Gut. So, wo kann ich jetzt hier so beispielsweise? Achso, hier habe ich jetzt ja nichts. Hier, was weiß ich, haben wir irgendwie durch Zufall irgendwie so ein Ghetto-Blaster oder sowas? Oder hier so ein Radio? Kann ich recyceln? Nee. Ja toll, du kannst hier nur wieder die Waffen und sowas recyceln wahrscheinlich, die wir alle weggeworfen haben. Nee, hier kannst du, da kannst du auch irgendwas erweitern, glaube ich, ne? So wie es aussieht. Ja, richtig super, dass wir damals in der letzten Folge alle Waffen und sowas weggeworfen haben, ne? Ist ja spitzenmäßig. Dadurch haben wir uns das jetzt immerhin erspart. Mal, warte mal, hier können wir wenigstens noch ein bisschen was von zerlegen. Nehmen wir da mal zwei von weg. Hier die Flintenschoke nehmen wir weg. Hier ist noch irgendwie 1 bis 4. Okay, da ist ja einiges. Mal gucken. Da können wir vielleicht jetzt was zerlegen. So, schauen wir uns das mal an hier. So, was haben wir denn hier? Erweiterung. Zack, die weiß gemarkert sind, sind scheinbar ausgerüstet. Okay, auch schon mal gut zu wissen. So, den können wir recyceln. Ja. So, was gibt's jetzt Feines? Stahl und Gummi gab's da, okay. Gibt scheinbar immer das Gleiche. Okay, da gab's jetzt irgendwie nochmal Klebstoff. So, dann wollen wir den nochmal. Da gab's nochmal Plastik oder so. Okay. So, was haben wir hier noch Feines, was wir irgendwie so... Aber ich meine, was wenigstens gut ist, dass er die jetzt endlich sortiert. Ne? Erstmal sieht 11-mal noch vorhanden, 10-mal noch vorhanden. Und nicht, dass sie jetzt mal so 50.000 Dinger so durchblättern darfst. Das ist schon mal ein ganzes Ende besser geworden. So. Schalldämpfer für Jagdgewehre. Zack, weg damit. Den 1 bis 4 weg. 4 bis 8 haben wir da noch. Und da haben wir nochmal 1 bis 4 hier. Dann kommt der auch noch weg. So. 2-mal Rotpunkt haben wir noch. Okay, das ist das. So, dann haben wir hier Schalldämpfer für Jagdgewehre. Schalldämpfer für Jagdgewehre. Komm her, Batz, einmal weg. Den haben wir in Grau. Haben wir den auch durch Zufall nochmal in Grün oder so? Nee, aber davon haben wir noch zwei in Grün. So, weg damit. Lauferweiterung für Maschinenpistolen. Habt ihr es auch gehört? Das war... Dings. Wo ist er? So, weg mit denen. Ach ne, Moment mal, jetzt will ich hier sehen, einmal ganz kurz schauen, hier. Wenn wir jetzt hier beispielsweise mal rausgehen, raufgehen, Ergänzung, Sichtmodule, Magazin, können wir nichts weiter. Hier haben wir rotes Sichtpunkt, gut. Hier. Könnten wir zum Beispiel auch mal eins draufpacken, ne? Da habe ich aber ja auch eins von... Oder mache ich hier ein 1-4er drauf? Ich packe da erstmal 1 bis 4 drauf. So, und da haben wir eigentlich auch soweit alle Ergänzungen. Sichtmodule und Magazin haben wir noch nichts. Gut, hier kann man nichts weiter anpacken, ne? Ach, Munition, jetzt haben wir doch noch Munition dafür. Na gut.
Auch nicht schlecht. Sehr schön. So, und da haben wir aber keine Munition oder so mehr für, ne? Nö. Okay, der hat ein. Okay. Sehr schön, dann könnte ich die anderen an für sich zerlegen erstmal, ne? Da haben wir da nicht noch ein bisschen mehr, was wir wieder loswerden, was wir wegkamen. So, recyceln. Da, recyceln. Der kann weg. Lauferweiterung für Maschinenpistolen. Da müssen wir uns die doch nochmal angucken. Und Schalldämpfer für Jagdgewehr. Ach, da ist bereits ein Schalldämpfer drauf. Okay. Und Lauferweiterung für Maschinengewehre, ne? Da. Diese Ergänzung wird bereits. Ach so. Hä? Lauferweiterung. Ich hatte doch noch eine andere Lauferweiterung. Wo habe ich das gerade falsch gesehen? Ach, für Jagdgewehre. Entschuldigung. Ne, da. Für Maschinenpistolen. Das verstehe ich nicht ganz. Zeigt er mir doch an. So, was macht der nochmal? Ein Konsator? Diese Modifizierung reduziert den Rückschlag. Ja, nehmen wir lieber einen Rückschlag. Aber da bietet er mir den an. Wieso macht das bei dem hier denn nicht? Ach, für Sturmgewehre. Ich bin auch durcheinander. Das ist ja auch kein Maschinengewehr, das ist ja ein Sturmgewehr. So, okay. Muss natürlich lesen können, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wie heißt das noch so schön? So. Zack. So, und den machen wir auch nochmal hier. Dann sind wir den auch los. So. Gut. Stahl, Gummi, Klebstoff, okay. Aber hier kann ich auch nur recyceln oder so, ne? Gegenstand recyceln. Hier kann ich nur Kleidung modifizieren. Aber ich habe da überhaupt keine Pläne. Hm. Ja, guck mal hier erstmal noch. Was gibt es hier noch Feines? Nehmen wir mit. Och nö, da kommt schon wieder ein großer Anlatschen. Ich will ihn schon wieder trampeln. Einfach das erste Hilfeset und Kriegsbemalung 3. Ja gut, aber ansonsten kann ich hier nichts weiter irgendwie noch zerlegen oder... Halt, Moment mal, ich kann mal gucken. Haben wir hier noch irgendwas jetzt Berauschendes drin? So, Gewehre. Da haben wir nur noch die Beine. Nehmen wir auch erstmal... Nee, soll ich die noch mitnehmen? Ich habe eigentlich die gerade ausgerüstet, ne? Nur dann wäre es auch quatschig, die 44er hier mitzunehmen. Übertrag die mal. Können wir auch übertragen. Und die 032er kann auch hier bleiben. So, das ist für das eine Sturmgewehr. Die sind alle für Schrotflinte. Was mir gerade einfällt, wo ist eigentlich meine andere Sniper? Ich habe ja nur noch das Jagdgewehr, aber ich hatte doch auch eine, so eine alte Sniper. Ach da, Mäuser, Jagdgewehr. Das mal mit. Und da hätten wir nämlich dann auch die hierfür, ne? Vollmantel, Teilmantel, Munition. Zack, die eben rüber und die eben rüber.
Ach so, jetzt muss ich natürlich noch. Oh, Junge, ich sehe richtig mächtig hier aus, die Waffe. Was da alles drauf ist, so. So, was haben wir jetzt hier noch für Erweiterungen? Für Maschinenpistolen? Da, das nehmen, brauchen wir für die Sniper erstmal dann. Müller PP Lauferweiterung, okay. Faustwaffen. Schalldämpfer für Jagdgewehre. Das müsste es gewesen sein. So, wo ist es? Bzzzt. Da. Ergänzung. Mündungsaufsatz. Schalldämpfer für Jagdgewehre. Magazine haben wir nichts mehr. Visiere. Zack, das drauf. Munition. Ja, nimm dir erstmal Time-Ante-Munition. So. Sonst hier war ja nichts mehr, ne? Hier hatten wir jetzt alles durchgeguckt. Okay. So, dann können wir jetzt nicht einmal da einen Platz zuweisen. Zack. Sehr schön, da haben wir wenigstens wieder eine Sniper dabei. Gut. Eigentlich könnte ich dann... Moment mal, wo sind die Bauteile oder so? Ach, dafür hat er hier keine einzelne Sparte, ne? Die finde ich jetzt nicht mal. Ich wollte eigentlich gucken, wir hatten noch so ein komisches hier Stoffzeugs bekommen, aber irgendwie zeigt er mir die hier jetzt nicht an. Wahrscheinlich kann man die einfach so mitführen als Bauteile, ohne dass die gewichtmäßig auffallen oder so. Ja, sieht so aus. Hier werden sie nicht angezeigt. Da. Obwohl, er zeigt hier Gewicht an, ne? Also müsste ich theoretisch den ja auch ablegen können. Zeigt denn hier vielleicht mit drinne an? Sehr schön, da kannst du auch nicht auch bleiben. So, hier hatte ich alles soweit zerlegt. Gut. Was kann man eigentlich bei dem Fernglas hier modifizieren? Ergänzung, Sichtmodul, okay. Ich meine, klar, wenn ich ganz ehrlich sein, es ist vom Vorteil, wie sie das Inventar und sowas jetzt aufgebaut haben, auch da mit dem Gewicht, dadurch, dass du hier dann viel mehr Waffen und sowas mitnehmen kannst. Auf der anderen Seite, gut, sei eh immer dahingestellt, aber wenn ich jetzt so überlege, über die rechte Schulter das, über die linke Schulter das, auf den Rücken den Granatwerfer... Ja, ich weiß nicht, hat er die vier langen Waffen dann noch in der Hosentasche? Ich meine, die kann er wiederum im Halfter tragen, aber... Ja, egal. So, komm. Wo geht's hin? Hier haben wir es gefunden, soweit. Die Frage ist, dann bräuchten wir bis da eigentlich gar nicht ganz hin, ne? Jetzt ist die Frage, gehen wir Richtung Bo und über die Brücke? Oder gehen wir hier hin und über die Brücke weg? Boah, sieht der Himmel genial aus. Das ist eine Frage, das wäre die Frage der Fragen. Haben wir eigentlich noch irgendwas, was wir jetzt noch ablegen können? Die hätten wir alle raus, ne? Da war nichts mehr. Ghetto Blaster haben wir zwei Stück dabei. Wir haben drei Radios dabei. Autobatterie haben wir auch. Wieso kommt denn da jetzt wieder so ein Kerli noch an hier?
Aua! Hier ist da eine Wand im Weg. Also sag ja, so die auch, ne? Mit dieser Waffe und der Munition und sowas geht das eigentlich alles. Das ist nicht so das Riesenproblem. Das Problem sind echt eigentlich nur noch diese riesigen Teile von Robotern. Gut. So, haben wir da noch irgendwas? Nö. Straßenabsperrung. Da latscht der rum. Dahin scheint es noch mal eine Kirche zu geben, aber irgendwie klang das so, als wenn hier schon wieder irgendwie ein Robo noch am Rumspielen war, ne? Irgendwas haben wir da erkannt. So, komm, wir gehen noch einmal ganz kurz eben zurück. Ich will nicht einmal ganz schnell hier nochmal zurücklatschen. Dann speichert er nicht auf jeden Fall noch einmal. Jetzt, nachdem wir den Robo und sowas gekillt haben. Wenn ihr jetzt hier, zack, siehst du, jetzt hat er gespeichert. Gut. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, in der nächsten Folge wandern wir mal weiter. Und schauen, was da noch so auf uns warten wird, ne? Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao.